Far Cry New Dawn. Ja, damit einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag oder guten Morgen oder wann ihr immer das Video guckt. Und herzlich willkommen bei Far Cry New Dawn. Mit mir, dem verspackten, Rage-Kegel, so wie es ja eigentlich in den meisten Fällen immer ist. Und ich begrüße euch recht herzlich hier zu Far Cry New Dawn. Dieses wird aber kein Einzel-Let's Play, also ich bin in diesem Projekt werde ich nicht alleine sein. Ich habe mir einen guten Kumpel an die Seite geholt und wir werden mal gucken, ob wir dieses Game zusammen, ich weiß nicht, ob es 100% wird, das kann ich nicht sagen, aber wir werden mal gucken, was wir daraus machen werden. Nicht wahr? Ja klar, auf jeden. Na, sehr schön. Dann stell dich doch mal vor, du olle Fleutsche. Aber lieben gerne doch. Also, ich bin der Avatar 2209 oder mit echtem bürgerlichen Namen Jona. Ich bin schon ein relativ langer Zuschauer von unserem lieben Kegel hier. Und das Spiel, was wir hier spielen werden, Far Cry New Dawn, habe ich damals schon zu 100% durchgespielt. Ich weiß also, was auf mich zukommen wird. Ich weiß also, was auf ihn zukommen wird, wenn wir die Missionen machen. Ich werde aber gucken, dass ich mich so gut wie möglich zurückhalte und ihn auf keinen Fall spoilern werde über irgendwelche Sachen, weil es ja ansonsten die Spannung nimmt. Mir schwant Böses. Ja, gerade ein Stück getrunken, jetzt habe ich schon wieder, habe was in eine falsche Röhre gekriegt. Was ich dich noch fragen wollte, was ist eigentlich der Überlebensratgeber? Das sind so Tipps und so weiter, das sind die ganzen Sachen, die man im Laufe des Spiels freischaltet, wie was sind Waffen, wo kann man Waffen herstellen, bla bla bla. Ach so. Also sozusagen einfach nur Infos, wie es in jedem Spiel auch gibt. Alles da. So, wir müssen jetzt erstmal auf neues Spiel klicken, weil, also einladen hier in die Party selber kann ich dich ja noch nicht. Wir müssen ja erstmal das Tutorial oder wie es auch immer hieß, durchlaufen, ne? Ja, und auch extra für das LPT hier habe ich meinen 100% Spielstand zur Seite gelegt und werde mir auch einen neuen Spielstand erstellen. Egal. So, gehen wir mal auf neues Spiel. Körperform auswählen. Als Captain der Wachmannschaft von Thomas Rusch lautet deine Mission, Siedlungen in ganz Amerika aufzubauen und zu sichern. Was habe ich für eine Körperform? Nehme ich Titten oder nehme ich per Persönlichkeitskomplex? Ach komm, ich nehme den Kerl, was soll's. Bitte bestätige deine Entscheidung. Gut, und kann später nicht mehr geändert werden. Oh, scheiße. Dann muss ich mir Titten noch irgendwie so dann nageln. Einfach viel essen, dann bekommst du auch welche. Sehr schön. So, warte mal. Entdecker, ich interessiere mich vor allem für die Story und will die Welt auskundschaften. Hart, ich weiß, was ich tue und ich mag Herausforderungen. Echt übel, hör auf zu labern und zeigt, was ihr drauf habt. Nein, Entdecker. Ich hab's damals auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad gespielt. Ich bin Entdecker, ich bleibe Entdecker. So, es geht los. Also, Mein Name ist Kamina Rai. Der Tag meiner Geburt war der Tag, an dem die Welt unterging. Die Überlebenden mussten ein neues Leben unter der Erde beginnen. Oben gab es nur Asche. Kälte und Tod. Die Leute dachten, es bliebe ewig so. Aber ohne uns kehrte da oben das Leben zurück. Ich war 6 Jahre alt, als ich zum ersten Mal die Sonne sah. Der Anblick brach Mom und Dad das Herz. Die Welt, die sie kannten, war zerstört. Doch für mich war das anders. Ich hatte noch nie etwas so Perfektes gesehen. Wir waren nicht die Einzigen, die überlebt hatten. Und langsam, aber sicher, wurde unsere kleine Gemeinschaft größer. Es war nicht immer einfach. Doch für eine Weile hatten wir Frieden und Wohlstand. Ein neues Zuhause. Ein neues Leben. Eine neue Normalität. Doch, wie alles in der Welt, war es zu gut, um so zu bleiben. Die Highwaymen kamen aus dem Osten, angeführt von 2 Schwestern.
Zwillingen. Sie sagten, sie hätten von unserem kleinen Paradies gehört. Und sie wollten es für sich allein. Wir hatten keine Chance. Sie nahmen uns alles, unser Essen, unser Zuhause, unsere Leute. Wir brauchten ein Wunder. Und dann hörten wir den Namen Thomas Rush. Er und sein Captain hatten an der ganzen Westküste Leuten wie uns beim Wiederaufbau geholfen. Und sie fuhren in einem Zug, der in Richtung Hope County unterwegs war. Mom schickte mich zu ihnen. Ich sollte sie überreden, uns zu helfen. Sie waren unsere letzte Hoffnung. Unsere Rettung. Aber es ging alles furchtbar schief. Ubisoft präsentiert. Eine Ubisoft Montreal Produktion. Ah, Cry. Oh, oh. Geil. Du lebst! Ja, geil, Scheiße! Ne? Sie kommen auf uns zu! Steh auf, Captain! Komm jetzt! Diese verfluchten Highwaymen, die werden uns töten! Steh auf, Captain! Steh auf! Mein Gott, Barnes, wenn du weiter so schreist, lockst du sie nur alle hierher. Rush, du lebst! Hilf mir! Nein, wir haben keine Zeit, wir müssen weg! Barnes, wir lassen den Captain nicht zurück! Komm hierher, schnell. Wir müssen zusammenbleiben. Verstanden? Cap. Deine große Stunde. Wir müssen uns bewaffnen, unsere Leute holen und einen Weg hier rausfinden. Leichter gesagt als getan. Ein Schritt nach dem anderen. Geh vor, wir folgen dir. Also der Barnes, das ist ja ein richtiges Arschloch. Aus dem Wrack kriechen. Ich dachte, das war's. Wir müssen den Waggon mit den Waffen finden. Uns ausrüsten. So viele Leute wie möglich. Hier lang war's. Eskortiere rasch. Wir sollten alles abschreiben und hier bleiben. Wir können noch mehr retten. Oh Gott. Alter. Hohoho! Hier wahrscheinlich rein, oder? Oh Gott. Was haben wir hier? Was zu lesen? Rushs Tagebuch. Unsere Siedlungen an der Westküste geht es gut. Ich bin beruhigt, Mina in guten Händen bei ihrer Tante und ihrem Onkel zu wissen, sobald wir Carmina geholfen haben, Prosperity in Hope County aufzubauen. Haben wir eine sichere Stellung, um uns nach Osten in den Rest des Landes auszubreiten. Danach können wir den nächsten großen Schritt machen. Ich werde ein neues Amerika errichten. Aber zuerst müssen wir unseren Teil der Abmachung einhalten und diese sogenannten Highwaymen verjagen. Einen Schritt nach dem anderen. Ah ja. Oh, ein Rucksack. Den finden wir gleich mal. Ja. Ja, von dem Bereich schon gecheckt, ey. Das ist noch gar nichts. Alter. Das sieht so geil aus. Ja, komm mal hoch. Ja, geil, ne?
Ja, wenn du mich nicht hättest, ja? Guck mal. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Kriege ich auch mal immer eine Waffe? Ja, ja. Kannst du finden. Huch, sag ich ja. Also bisher habe ich noch nichts gefunden. Hier liegt eine Hand. Also bis jetzt habe ich noch keine Waffe gefunden, ganz ehrlich. Dann such mal weiter, du wirst bestimmt eine finden. Heilung, wir müssen diese Leute retten. Je eher wir alle finden, desto besser. Mein Gott, die Highwaymen sind überall. Ich glaube, wir ich habe eine. Yeah. Geil. Das ist gerade eine Pistole aus der Hand von dem Toten. Yep, genau. Headshot! Bin ich gut! Ja, das hätte ich, glaube ich, nicht machen sollen. Egal. Aber ich darf das. Ich bin der Kegel, ich habe das Recht dazu. Wir nehmen auch mit, na klar. Jo, das... Scheiße. Ich habe einen Fehler gemacht. wie kann ich denn hier... das Waffenrad aufgedingsen. Cool. Danke. Also ich rush da mal eben das Tutorial und warte dann auf dich. ja, wie gesagt, ich lass mir hier ein bisschen mehr Zeit. Ja klar, musst du ja auch. Ja, Baby! Ja! Rush, hier ist Kamina. Rush, wenn du noch lebst, geh zum Fluss und folg ihm, er bringt dich nach Hope County. Kamina lebt noch. Ihr habt sie gehört. Auf zum Fluss. Oh yeah, erstmal hier Waffen aufnehmen. jetzt geht's aber, ne? Also, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Moment. Ich wollte gerne die Waffe behalten, weil die ist mir gerade sehr sympathisch. Die Zwillinge sind unterwegs. Ja, geil. Wir müssen abhauen. Naja, ich glaube schon. Ich glaube. Es wird schlimmer. Ich habe Geißel in den Augen und überall sind Highwaymen. Kämpft euch durch, es gibt viel zu tun. Los zum Fluss. So, ich bin entkommen. Hoffe ich mal. Sieht gut aus. Vorsicht! Fort! Ich hätte ihn gerne geschubst. Verdammt frohe Weihnachten, Leute! Santa hat uns einen ganzen Zug voller Geschenke gebracht. Was haben wir denn hier? Häschen. Oh. Ich muss euch Häschen eine Frage stellen. Was habt ihr gedacht, würde passieren, ha? Fahrt in einem fetten Zug an. Überall schwarzer Rauch. Und wir sollen nichts merken? Was wollt ihr? Barnes. Wir wollen wissen, ob ihr Problemlöser seid oder Problem machen. Was?
Unser Papst sagte immer, Leute lösen entweder Probleme oder machen Probleme. Die Welt hat zu viele verdammte Probleme. Wir suchen Leute, die uns helfen, Probleme zu lösen. Unsere Probleme. Seid ihr Problemlöser? Ist alles gut. Nahrung, Kleidung, Waffen. Ihr kriegt alles bei uns. Sogar eine Krankenversicherung. Aber wenn ihr Probleme macht, ja, Paps hat uns gelehrt, was man mit solchen macht. Problemmacher müssen gelöst werden. Mhm. Der Alte hat einen Haufen Probleme gelöst zu seiner Zeit. Scheiße, ja. Also, Häschen. Seid ihr Problemlöser oder Problemmacher? Wir lösen Probleme. Wir haben schon Probleme im ganzen Land gelöst. Wir besorgen Trinkwasser, bauen Häuser. Wir können euch alles beschaffen, was ihr braucht. Barnes, halt's Maul! Ihr könnt das alles bauen? Nun, nicht ich. Aber Rush hier. Vollidiot. Nun, dann wirst du zu unserem neuen besten Problemlöser. Ach, fick dich doch. Oh. Okay. Fertig? Also, nochmal von vorn. Hilfst du dabei, unsere Probleme zu lösen, Mr. Rush? Okay. Och nö. Aus dem Zug, du bist der Captain vom Sicherheitsdienst, oder? Ich bin Carmina. Oh mein Gott, ich habe dich ins Wasser stürzen sehen und ich konnte dich vom Ertrinken retten, aber soweit ich das sehe, sind wir die Einzigen, die entkommen sind. Komm mit. Okay. Wir müssen vorsichtig sein. Die Zwillinge, sie sind weg mit Rush, aber es sind noch viele Highwaymen hier. Okay, also wir müssen nach Hope County. Meine Mom, sie wird wissen, was zu tun ist. Komm schon. Okay. Finde Hoffnung. Komm schon, wir müssen nur dem Fluss folgen, um nach Hope County zu kommen. Okay. Ich kann nicht glauben, was passiert ist. Die wussten, dass der Zug kommt. Ich hätte das ahnen müssen. Ich habe nichts mehr an Munition. Ist alles weg? Was soll das denn? Ich bin ihnen zum ersten Mal begegnet, als sie zu unserem Haus kamen. Sie meinten, es würde jetzt ihnen gehören. Wir sollten entweder freiwillig abhauen oder mit dem Haus in Flammen aufgehen. Mein Vater hat versucht, sich zu wehren. Also haben sie sich erst ihn, dann das Haus geschnappt. Meine Mutter und ich mussten allein neu anfangen. Wir waren nicht ihre einzigen Opfer. Aber meine Mom hat die Überlebenden zusammengetrommelt. Und wir haben versucht, einen sicheren Ort aufzubauen. Oh Gott. Huck! Da oben ist ein Tunnel, der nach Hope County führt. Die Highwaymen versperren uns den Weg. Wir werden Feuerkraft brauchen. Gehen wir. Ah ja. Na?
Cool, ich habe Gewehrmunition gefunden. Sehr nice. Durch die alte Mine bin ich durchgekommen, als ich Hilfe holen ging. Da drin ist eine Werkbank. An der kannst du Waffen herstellen. Rush sollte das letzte Puzzlestück sein, damit wir uns endlich wehren können. Aber jetzt ist alles noch schlimmer als vorher. Tut mir leid um deine Leute. Ich verspreche, ich werde einen Weg finden, das wieder gut zu machen. Mhm. Oh Mann, also das war ja gerade kompletter Fail. Also das geht ja gar nicht. Da ist die Werkbank, die ich meinte. Rush sagte, du weißt dir zu helfen? Na dann bauen wir mal was. Meine Fresse. Weißt du, läuft die Olle die ganze Zeit hinter mir, auf einmal ist sie weg. Als wenn sie irgendwie wegspawnt. Also ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. An solchen Werkbänken kann man improvisierte Waffen bauen und Munition. Ja, wir brauchen mehr Material. Das heißt, wir müssen uns umsehen und was Brauchbares finden. Mhm. Wir brauchen mehr Material. Sieh in der Ecke nach. Man kann fast überall nützliche Sachen finden. Ja, wenn man die Sachen findet, ist das ja kein Problem, ne? Oder wenn man alternativ, so wie ich, weiß, wo sie sind. Ja, aber wie gesagt, das gerade hier mit, wie heißt sie hier, die olle Tüssel? Also das war ja gerade ein ganz großes Fail. Weißt du, ist die ganze Zeit hinter mir, auf einmal ist sie weg. Weil ich eigentlich dachte, ich müsste da den Berg hoch. Wenn die irgendwie weggespawnt ist oder so, also keine Ahnung. So. Schleppen wir das Zeug zurück zur Werkbank. Ich bin gespannt, was du zusammenbasteln kannst. Egal. So. Baue einen Sägeblattwerfer und rüste ihn aus. Jawohl. Mach ich. Herstellen. Erworben. Mhm. Okay. Alter Falter, ist das ein Sägeblattwerfer? Krass. Die Highwaymen können sich jetzt auf was gefasst machen. Jetzt können wir die Brücke angreifen. Erreiche die Brücke. Oh, hier ist auch noch was. Ey, geil. Ey, die Waffe ist cool. Ja, das ist schon eine ganz geile Waffe. Koop verfügbar. Okay, ich bin fertig mit dem Intro. Ich brauche noch ein bisschen. Komm, die Waffe, die nehmen wir auch noch mal mit. Ah ja, sie hat auch eine sehr schön. Sehr gut. Aber wir behalten ihn trotzdem erstmal. Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht überstürzen oder sonstiges machen. Also ich... Lass dir ruhig Zeit.
Ich habe ja absichtlich ein bisschen gerusht, damit ich auf jeden Fall vor dir fertig bin. weil ich ja eh weiß, was wo wie passieren wird. Hm. Achso, die Pistole haben wir schon aufgehoben, alles klar. Erreiche den Tunnel. Hier konnte man ja auch hochgehen, das will ich jetzt auch noch mal ganz kurz ausgucken. Ach, da können sie mich sehen. Scheiße. Nee, das wäre nicht so gut. Lieber erstmal ein bisschen weiter schleichen. Und hier wäre auch noch eine Waffe. Oh yeah! Ach scheiße. Na komm mal her. Kurz hinten in Sicherheit bringen. Hey. Von wo? Ach da. Tja. Guck mal her, du kleine Auskanüle. Alter, du! Alter, gib mal! Mann, geh sterben, du Mistvieh! Ah, ich glaube, es hackt! Nun schieß! Mann! Los, einfach durch. Es reicht mir. Meine Fresse, ey. Boah. Hope County. Ich hoffe, Mom geht es gut. Ach, und wie es mir geht, das interessiert wohl keinen, oder was? Alter, dieser scheiß Wolf da gerade in dem, hier, wo es
die Brücke da ging. Alter, das war ja richtig nervig. Du hast ihn freigelassen? Der ist auf mich zugelaufen. Ich hab den nicht freigelassen. Ich hab nichts gemacht. Normalerweise ist der in einem Käfig gefangen. Ich hab mir solche Sorgen. Alter, dieses Drecksvieh. Was meinst du, wie viel Kanonenschüsse der brauchte? Kinder, geht wieder rein. Da der Stufe 2 ist, denke ich mal einige. Was ist los? Ja. Es kam ein Zug voller Leute, die uns helfen wollten. Aber die Highwaymen, die Zwillinge, sie haben Rush. Alle anderen sind tot. Oh mein Gott. Es war furchtbar. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich hätte da nicht hingehen sollen, Mom. Ich... Oh, Schätzchen. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, es wird keiner mehr kommen. Wir sind allein. Ganz allein. Shh. Kommt erstmal beide rein. Ich höre mir alles in Ruhe an. Danke, dass du sie nach Hause gebracht hast. Ja, kein Ding. Alles gut. Teil 1. Prosperity. Oh, bitte. Du kannst mit einer Waffe umgehen. Du kennst dich in diesem Teil besser aus als sonst irgendwer. Und? Und? Rumsitzen und jammern bringt uns nicht weiter. Hör mal. Rush sollte uns helfen, einen sicheren Ort zu schaffen. Jetzt hängt alles an uns. Es gibt hier überall tapfere Leute. Wir müssen sie nur finden. Alle zusammentrommeln. Ihnen zeigen, dass wir gegen die Highwaymen ankommen. Mann, das wird nicht einfach. Ich weiß. Aber es ist unsere einzige Chance. So, Ort entdeckt, Prosperity. Schon gar nicht mit Unterstützung. Neuer Charakter entdeckt, Kim Rai. So, ja, bevor ich jetzt weitermache, würde ich sagen, mache ich erstmal einen kurzen Schnitt. Und ich denke mal jetzt gleich können wir dann wahrscheinlich hier das den Coop-Status gelingsen, ne? Ja, noch. Zwei Sachen, du musst dir einmal erklären, was in Prosperity abgeht und du musst dir deinen Charakter customizen mit Kleidung und danach geht Koop los. Okay, dann warte mal, ich habe jetzt hier oben gerade was eingesammelt. Ich das heißt, ich muss jetzt hier mit Dingens hier nochmal reden, hier mit der Kamina. Ja, du musst mit denen nochmal reden. Alles da, dann mach ich das nochmal schnell und gut ist. Mom hatte recht. Wir können zusammenarbeiten und diesen Ort wieder aufbauen. Wann immer du Unterstützung brauchst, sag Bescheid. Dann kämpfe ich an deiner Seite, Cap. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich Cap nenne. Captain der Wachmannschaft klingt mir so förmlich. Hör mal, du wurdest ganz schön in die Mangel genommen. Wenn du dir was Sauberes anziehen willst, bevor wir loslegen, da drüben gibt's ein paar Sachen. Du solltest mit Mom reden. Sie wird dir sagen, was wir für Prosperity tun können. Alles klar, und jetzt noch. Ich bin froh, dass Carmina zurück ist. Oh, was haben wir hier? Wechsle die Kleidung. Kann ich jetzt noch machen, ne? Ja, da musst du auch nochmal mit der Frau am Tisch reden. Alles klar. Gut, das, warte mal, dann machen wir das so. Bitte triff einige Entscheidungen, bevor wir zur Charakteranpassung kommen. Das würde ich jetzt dann gerne in der nächsten Folge machen, weil ansonsten hat die Folge derbe Überlänge und das hätte ich nicht so gerne. Das heißt, ich mache jetzt einen kurzen Schnitt und ich melde mich gleich wieder. Bis gleich. Tschüss.